Moin Moin und willkommen zur 10. Folge von No Man's Sky. Ja, wir haben uns ja ein neues Schiffchen gegönnt. Und vor hier steht es, das gute Stück. Wie heißt es doch gleich? Nigoten Bas S62. Ja, und wir müssten jetzt eigentlich mal gucken, dass wir das Ding dementsprechend nochmal auffüllen. Ne, wobei, wir haben es noch komplett aufgefüllt bekommen. Was rede ich denn da? Ja gut, unser Hyperantrieb halt, ne? Aber mein Gott. Ja, schauen wir mal, was ist denn mit unserem Anzug? Wir waren jetzt soweit leer, wir hatten soweit ordentlich Knete zusammen. Was wir jetzt eigentlich nochmal machen müssten, ist nochmal zurück zu unserem Planeten. Ja, ist das schön. Pfiou! Neuen Flieger. Miau. Wow. Da. Ist der jetzt schneller? Scheint ein bisschen schneller zu sein. Oh ja. Oh ja. Machen wir mal den hier noch an. Oh yeah. Ah, das kommt ganz gut. Ah, der gefällt mir schon ganz gut. Der Flieger. Bin mir nur noch nicht so ganz sicher. Fabrik, Unterschlupf. Ja, ich würde sagen, wir peilen jetzt erstmal die Fabrik an. Du. Okay, jetzt sollten wir mal bremsen. Wow. Ist schon wieder eine ganze Menge los. So. Jetzt langsam mal den Wiedereintritt einleiten hier. Bäh. Auch nicht. Ah, wenn wir so fliegen, wollte ich gerade sagen, dann müssten wir eigentlich eher den Unterschlupf nehmen. Na, gucken wir mal. Ja, komm. Nehmen wir den Unterschlupf. Brutzel. Abwärts. Yeehaw. So. Da ist der Unterschlupf. Oh, das ist ein recht großer. Landen wir mal. Ja, sind wir noch drauf? Ja. Das sieht doch ganz okay aus. Ich dachte gerade, da wäre was lang geflogen. Halt. Da erstmal hin. Einmal den ganzen Cheat mitnehmen. Mann, hier sind aber auch immer wieder Geräusche unterwegs. So. Schon wieder ein Deckamulett zum Vertiguan. Das ist auch gut. Tipelkrater. Sehr schön. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rein, oder? Wird sich ja schon. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das gehört zu dem Ding dazu. Die haben wir auch schon. Die auch, ja. Die auch. Ja. Die auch. Naja. Hätte ja sein können, ne? Watamium. Nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. So. Hallo. Ich kenne wir schon. Da ist der Eingang. Da liegt noch was. Bum. Immer her mit dem Sheet. Hallo. Na du? Dich kennen wir noch nicht. Verwalt das DOS. Verzweiflung, Geckhändler. Keine Ahnung. Energie niedrig, geben Isotop. Händler blickt traurig auf die Eingangstür. Als säße er schon eine Weile hier drin fest. Er beugt sich mit seinem Schnabel nach unten und pickt deprimiert auf die Energiezellen und das Lebenserhaltungssystem seines Anzugs. Er sieht abgenutzt aus. Die fehlende Ladung bedeutet, dass es für die
Bedingungen auf dem Planeten und die Räuber, die draußen wüten, unzureichend ausgerüstet ist. Ja, gehen wir mal ein bisschen isotop. Können wir nicht? Moment. Hey, er ist ja auch eine Hohlbratze. Du hast Blumen hier, Alter. Was ist das? Kampfverstärker Tau. Laserschaden, Bergbaustrahl. Das ist Schild. Na, reicht aber nicht, ne? Das sollte reichen. Gucken wir mal. Genau. Isotop geben. Jetzt freut er sich. Ein Gaspaket. Aha, er lädt den Energiezellen seines Anzugs auf und wir haben bekommen Jetpack Booster Sigma. Nice. Das ist auch cool. So, was haben wir denn hier? Signale aus einer fernen Galaxie flackern aufreizend auf dem Monitor und erwarten eine Antwort. Doch was soll ich antworten? 9780-7809-8097. Mit 9 fängt alles, mit 9 fängt einen an, mit 7 fängt einen an, mit 0 nicht. Das wäre der Einzige, der mit 0 anfängt. Mit 8 hört keiner auf. Ha! Siehst du? Wieder geschafft. Ich glaube, wir haben das System jetzt gerafft. Na? Was hat er uns jetzt angezeigelt? Oh! Eine Ruine. Okay. Alles klar. Gut, dann können wir ja wieder raus hier. Und nochmal einmal. Darum war das. Oh, wer kommt denn da? Oh, ein Wächter. Meilenstein. Da haben wir wieder. Oh, da ist auch noch ein Steinchen. Einen Meilenstein erreicht. Ja, wir sind fleißig am Rumlaufen, das ist alles. Gagwort für dumm. Das finde ich gut. Das ist bestimmt gut, dass wir das können. So, ich brauche noch mal einen Chiblet, dass wir hier noch mal was holen können. Jo, Signalscanner online. Bam, 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 Monolith. Außenposten, Übertragung, Unterschlupf. Ich würde sagen, wir nehmen nochmal einen Unterschlupf. Absprungkapsel entdeckt. 8 Minuten. Okay. Nun gut. Huch. Stimmt, was ich nochmal eben schauen wollte, da inzwischen so einiges an Patches rausgekommen sind. Seht ihr das jetzt quasi aktuell so einfach mal mit? Aber ich sehe hier nichts. Nee, angeblich wurde gesagt, dass man hier irgendwie Mouse-Movening jetzt auch ausstellen kann. Da sehe ich aber nichts von. Das finde ich schade. Kann man hier einstellen. Das ist ja blöd. Schwachsinn. Na gut. Das können wir direkt hochladen. Mal wieder ein bisschen Knete. Tada. Ah, Bezauberung. Nice. Wieder ein neues Wort. Gesundheit ist voll. Der Flieger sieht schon cool aus, den wir jetzt haben. Er hat schon was. Was ist das? Kurzsalvenadapter. Ist nichts von Interesse, würde ich sagen. So, haben wir denn jetzt alles? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Ja, müssen wir eigentlich jetzt haben. Können wir weiter? Rein in unseren Flieger. Das schon echt cool aussieht. Und dann würde ich sagen. Fabrik. Absprung. Ja, nehmen wir die Absprungkapsel. Hui! Das ist sogar noch mehr Krimskrams. Schaut mal. Ah.
noch eine fette Base. Sag mal, also die Planeten, die wimmeln ja nur so von Sachen. Da hinten ist sogar noch eine Kapsel, die sehe ich von hier. Die müssen wir uns auf jeden Fall auch noch organisieren. So ist das hier gerade eigentlich so extremst laut. Oh, gerade jemand gestartet ist. Na denn? Schade. Oh, da ist auch ein Höhleneingang, sehe ich gerade. Okay, Moment. Eins nach dem anderen. Kann man die ausscannen? Nope. Wo war jetzt die Kapsel? Oder habe ich die jetzt damit verwechselt? Nee, Moment. Moment, Moment, Moment. Da hinten ist sie, oder? Ja, das ist definitiv eine. Hallo. Ihr seid süß. Irgendwie. Na gut. Einmal hin da. Hallo, hallo. So, noch irgendwas von Interesse? Jetzt zumindest hier nicht. Nun gut. Ach, okay. Doch irgendwie. Vielleicht am Rumspinnen. Stimmt, die Heilblümchen. Wenn wir die nochmal finden, müssen wir sie nochmal scannen. Da ist das gute Stück. Ist da noch irgendwas drumrum? Nope. Alles klar. Fortgeschrittene Kühlung TET. Plus 3 ist das sogar. Okay. Da ist noch eine Menge Plutonium. Aluminium. Da ist noch ein Stein, den sollten wir noch mal eben mitnehmen. Und eigentlich sollten wir das auch noch mal mitnehmen. Dich kennen wir. Jo. Guten Tag. Erhöhen. Okay. Okay. Noch einer. Nicht gesehen gerade. Paikin. Okay. Jetzt müsste man nur wissen, was Paikin heißt. Also, was das ist. Oh. So viel auf dem Haufen, dass ich es gar nicht erkannt habe. Okay, kennen wir schon. Einbehalten und fortgehen. Kennen wir schon? Ui, was ist das denn da für ein fetter Klotz? Ach, das gute Emeril, das kennen wir ja schon. Aber nein, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen jetzt nicht farmen. Das haben wir in den letzten zwei Folgen erstmal ausgiebig gemacht und das reicht jetzt erstmal. Zumindest so was große Sachen angeht. Ein bisschen Kleinkram kann man immer noch mal mitnehmen, das ist klar. Aber so diese ganzen großen Geschichten muss jetzt erstmal nicht sein. Ja, wobei das Plutonium, das kann ich eigentlich nicht liegen lassen. Brauchen wir auch zum Starten, zum Landen, ne? Von daher, was ist mit den großen Klötzen? Ah, die kennen wir noch nicht. Na komm, auf zu laggen. Die gehen nicht. Na gut. Uiuiui, das bringt einiges hier. Oh ja. Oh ja. Lecker, lecker, lecker. Was willst du? Zu mucken. Ich habe eine Waffe. Willst du? Na, komm. Ja, zieh mal lieber Leine, Freund der Sonne.
Aha. Na, na, na. Wollt ihr jetzt? Oder was ist los? Ja, ich komm gerne ran. Ja, ja, ja. Traut euch nicht, oder was? Hm. Muss man anscheinend schon recht lange draufhalten. Hm. Da ist doch noch ein Stein zwischen. Habe ich genau gesehen. Hydration. Mhm. Das nehmen wir auch gerne nochmal mit. Oh, da hinten ist noch mehr. Oh, was sind denn das für welche? Die kennen wir schon. So im satten Grün habe ich den noch gar nicht gesehen an der Sonne. Na denn? Oh, da ist noch so ein Steinchen. Gott, was ist denn hier alles zum Sammeln, Mensch? Das ist ja grausam. Wow, 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 wow. Spinnst denn du? Na? Boah, was ist denn das hier für eine Kante? Jetzt kommt ihr auch noch. Macht mich doch wahnsinnig. Erstmal das komische Vieh hier. Hallo? Läuft da einfach durch uns durch. Miststück. Gott, hier sind noch mehr. Ich sollte mal hier weg. Weil irgendwie, sobald die tot sind, gibt es immer noch diesen extremsten Lag. Aha. Da ist auch hinter uns der eine. Na komm. Verrecke, du Sau. Okay, der ist tot. Ah, Lag. Und das ist wirklich grausam. Ihr seht ja jetzt gerade, wie langsam es läuft. Jetzt geht's wieder. Okay. Echt alarmiert. Au, 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 au. Sind die denn des Wahnsinns? Sind die denn... Na, ich stehen bleiben, Gottes Willen. Okay, er bleibt immer stehen. Alles klar, gut zu wissen. Ui, 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 ui. Sind die voll am Durchdrehen? Ja, Spacken, ey. Moment. Einmal schnell den. Einmal. Nein. Ach, egal. Ja. Ihr seid mir böse. Ist okay. Hm. Also wirklich zielen tut das Ding ja nicht, ne? Wow, da ist noch einer gekommen. Wir haben gar keine Schilde, ne? Nur HP. Natürlich ein bisschen uncool. Kommt da auch noch so ein kleines Scheißvieh an. Na gut, ich würde sagen, wir lassen die Wächter mal in Ruhe. Gehen einfach mal hier ins Gebäude rein. Tschüss! Hallo! Ja, wer bist denn du? Nokyal. Hallo Nokyal. Erzähl mal. Dumm Freund, Magneto, Ridi, Kagrika, Stock, Ebenoxid, Freund. Starken Blooming Dust, Duft, Exo-Anzug, mich überkommt Sehnsucht, perfekten Ort, noch nie besucht habe, ich will singen. Voll auf, seltenes Oxid geben. 200 Titan will er haben. Mhm. Okay. Titan, ja, das haben wir noch gar nicht gefunden. Strahlenvisier Tau. Oh, danke. Das ist gut. Nee, nee, nee. Also solange das im Moment noch so komisch läuft hier auf PC, kann man sich hier echt nicht mit denen anlegen. Also das kann man echt knicken. So, da müssen wir nochmal hin. Ihr habt es ja gesehen, also das wird immer zwischendurch langsam und überhaupt und sowieso. Oh. Von daher kann man das, glaube ich, ziemlich knicken. Beschleuniger Tau. Okay. Nochmal einen Chip bauen.
Oh, wir haben kein Eisen mehr. Na gut. Impulsdüse Tau, bereits bekannt. Na, ich wollte doch nur, dass du es rausholst, Mann. Nicht gleich sofort draufhalten. So, komm, 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 komm. Brauchen Eisen. Danke sehr. Komm mal eben rein hier. Ah, das war nur eine Lampe. Also ist hier gar nichts. Ja gut, was wir nochmal machen können, ist kurz unsere Lebenserhaltung nachziehen. Und mal eigentlich ein bisschen was rüber. So. Ach, das war jetzt blöd. Jetzt haben wir wieder kein Eisen dabei. Kriegen wir es zurück? Nein. Das kriegen wir nicht zurück. Schweinerei, Schweinerei. Na gut. Muss man nochmal kurz zum Knödel hier mitnehmen. Na komm. Blöder Knödel. Und flop. Alles klar. Jetzt können wir auch den blöden Chip bauen. Das können wir nicht, weil wir Plutonium weggepackt haben. Ich bin so eine Intelligenzbestie. Haben wir doch das. So, jetzt aber. Jetzt aber. Dum, dum, dum. Ah, lasst mich in Ruhe. Ich will von euch gar nichts. So. Gucken wir mal. Da nehmen wir jetzt. Ah, nehmen wir die Übertragung. Gucken mal. Ah, was? Ein Observatorium. Heieiei, also bevor wir einen Planeten komplett entdeckt haben, ne? Ich glaube, das dauert echt eine ganze Weile. Kann das sein? Hm. Ich jetzt mal eben schauen darf. Ein Ort haben wir wieder. Ein Dingens wieder. Und irgendwas fehlt uns noch. Ich schätze mal, irgendeine Tierart dürfte das sein. Sehen wir hier zufällig vielleicht. Und hat er gerade versucht, den Flieger zu scannen. Dachte gerade. Wirkt er so? Nun gut, nun gut, nun gut. Rein in den Flieger und weiter geht's. Gucken wir mal. Ich würde sagen, als nächstes. Eigentlich würde ich ja ganz gerne. Moment, hier war doch aber noch irgendwas, ne? 41, Absprung, Unterschlupf, Fabrik. Da ist noch was. Das war auch relativ nah dran. Was ist das? Irgendwas Kleineres. Nehmen wir mit. Na komm, lande doch mal. Hm, sieht nicht gut aus. Ach, ging noch. Oh, was bist denn du? Haben wir die schon mal gescannt anscheinend? Hm. Was ist denn jetzt hier? Oh, da ist auf jeden Fall. Ah, da oben irgendwie, kann das sein? So, haben wir dich schon? Echt? Die haben wir auch schon? Ich dachte, die hatten wir noch nicht. Ich können wir nochmal mitnehmen. Da oben ist noch was. Was ist hier? Oh. Nett. Nehmen wir doch gerne mit. Ah, guck mal. Neue Technologie. Schild Tau. Ah, wieso nödelt er immer noch? Bin leicht verwirrt.
Nö. Eigentlich nicht. Na, komm, komm, komm. Weswegen sind wir denn jetzt hierher? Das kann doch irgendwie nicht ganz richtig sein. Den haben wir auch schon. Gehe ich mal von aus. Hä? Ah, da haben wir ihn. Wusste doch, da fehlt auch irgendwas. Dieser blöde Atlas-Pass. Da müssen wir uns nächste Folge auf jeden Fall mal drum kümmern. Das wäre auf jeden Fall mal ein Plan. So. Dann haben wir das auch. Oh. Der bietet sich aber wirklich an. Ja, ja. Zick du nur rum da. Ich mache ja schon gar nichts mehr. Gelogen. Ey. Nicht das Schiff abbauen. Und tschüss. So, wo ist diese blöde Fabrik? Ey, hör auf zu laggen. Wo ist diese Fabrik? Irgendwo da hinten, ha? Huh? Ist sie das? Nein, das war die grüne, ne? Yep. Ja, das war wieder was. Haben wir das schon? Ja. Da wollen wir hin. Fabrik. Okay, ja. Ich verstehe. Fabrik. Mhm. Nun gut, dann landen wir mal. Ja, das sollte passen. Jupp. Das war gut. Ugra-Kreuzung. Okay, okay, okay. Gagnip. Einmal Gagnip. Was auch immer ein Gagnip ist. So. Was macht die Fabrik jetzt? Bin ich ja mal gespannt. Jetzt irgendwie. Okay, da muss man sich reinsprengen. Aha. Okay. Wollen wir das mal wagen? Wäre mal vielleicht gar nicht so uninteressant. Uns geht's ja eigentlich relativ gut. Ich würde sagen, wir bauen uns mal eben ein Chip, wollte ich sagen. Und holen mal eben den Flieger ran. So. Ja, genau. Muss das auch genau auf mich drauf landen. Ja, ja, ist in Ordnung. So, jetzt werden wir mal eben kurz alles nachtanken, was geht. Uns geht's ja eigentlich ganz gut wieder. So. So. Und das Ding auch noch. Was haben wir denn jetzt noch am Platz? Wir haben jetzt noch einen Platz. Packen wir jetzt mal am besten das Ding hier rein. Und stacken dann nochmal. Okay. Mehr geht nicht. Alles klar, alles klar, alles klar. Nun gut. Haben wir noch was zum Claim? Yep. Zwei Sachen. Wunderbar. Okay, dann würde ich jetzt aber auch sagen, dann sind wir jetzt schon wieder am Ende der Folge angekommen. Und die Fabrik werden wir dann in der nächsten Folge mal, naja, auseinandernehmen, angucken, wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt und bis zum nächsten Mal.